Es ist dasselbe Ritual vor jedem Spiel. Ein Pastor betet mit der Mannschaft in der Umkleidekabine. Denn die Spieler des Mountain Top FC haben eines gemein: Fußball ist ihre Religion. Ich gebe den Spielern mit, dass sie alles erreichen können, wenn sie an Gott glauben. Wenn sie Gott in ihren Köpfen haben, können sie alles bekommen, was sie brauchen. Der Mountain Top FC spielt in der ersten Liga Nigerias. Der Club aus Lagos hat dort eine Sonderstellung. Er steht unter der Obhut einer beliebten Pfingstgemeinde, der Mountain of Fire and Miracle. Seit der Gründung vor 10 Jahren hat sich der Club einen guten Ruf erarbeitet. Anders als in anderen Vereinen werden die Spieler pünktlich bezahlt. Die Kirche gibt alles für uns Spieler, um ein gewisses Niveau zu erreichen. Sie lehrt uns aber auch, gute Botschafter unserer Werte, unseres Landes und unserer Familien zu sein. Die Kirche verändert unser Leben. Die Pfingstgemeinde wurde 1989 in Lagos gegründet und hat mittlerweile hunderte Niederlassungen in der ganzen Welt. Sie sieht Fußball als Möglichkeit, ihre Botschaft zu verbreiten und neue Anhänger zu finden. Die meisten dieser Fußballer waren keine Christen. Manche waren beispielsweise muslimisch. Doch sie traten unserem Verein bei und wurden gute Christen. Sportlich ist der Erfolg bemerkenswert, dank der Kombination aus Spiritualität und finanzieller Unterstützung. 2014 gewann der FC den Kirchenweltcup. Ein Jahr darauf gelang der Aufstieg in Nigerias Eliteklasse.